So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von AutoGo. Ich begrüße euch hier ganz herzlich und zwar sitze ich jetzt bei mir im BMW M4. Ich wollte euch mal kurz so ein bisschen so das Cockpit vorstellen. Viele kennen es ja vielleicht schon. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen unordentlich, aber das ist nebensächlich. Ja, Hauptaugenmerk ist natürlich erstmal der veränderte Schaltknüppel im Gegensatz zum normalen natürlich, der typische M. Dann haben wir halt hier neben noch die M-Tasten, sprich die Einstellung für die Lenkung, die Dämpfer und die Einstellung des Motors. Das kann man sich auch hier an dem Lenkrad wiedergeben lassen mit der Taste M1 oder M2. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu. Standardmäßig ist es eingestellt auf Effizienz, Sport, Sport. Und ja, Navi, das Typische, wie das halt so bei dem Auto halt so in der Preislage üblich ist. Ja. Dann gucken wir mal, bei dem Navigationssystem kann man das nämlich einstellen, oder eher gesagt bei dem Connected Drive, und zwar hier bei diesem M1 und M2. Da kann man sich dann halt dementsprechend, will man das DSC aushaben oder nur teilgeregelt, Sport Plus oder normal. Das kann ich jetzt natürlich auch verändern, so wie ich lustig bin. Hohe Lenkkraft, mittlere Lenkkraft, niedrige Lenkkraft und so weiter, das zieht sich halt so durch. Will man, dass es automatisch schaltet, oder wollt ihr selber hier per Schaltpedals schalten? Das sind halt alles so Sachen, die kann man sich da einstellen. Möchtet ihr eine normale Ansicht über das Head-Up-Display oder eine Sportansicht, so wie jetzt zum Beispiel? Dann, wenn ich jetzt die Taste drücke, zum Beispiel M1, hatte ich mir jetzt abgelegt, Sport plus Schalten per Wippen. Das kann ich jetzt auch wieder einfach wegnehmen. Wenn ich M2 drücke, dann habe ich auch das gleiche in grün, nur das Auto schaltet von selber. Ansonsten, es gibt sonst eigentlich nicht so viel mehr zu sagen. Das typische M-Lenkrad halt, ne, mit den drei Nähten hier, wie man das auch schön sehen kann. Ansonsten Head-Up-Display, normales Soundsystem reicht völlig aus bei dem Auto, weil man hört eh am liebsten den Motorsound. Leder natürlich, ist ganz klar. Videos von außen, vom Sound, werden auf jeden Fall jetzt die Tage noch folgen. Und ansonsten würde ich sagen, bis denn und dann ciao, ciao.